Der raucht, warum raucht er das? Das ist doch ein kleines Kind. Wenn ihr fett seid, geht trainieren, Mann. Hört auf zu sagen, das ist gesund. Du musst immer übertreiben. Schade. Was kann ich für euch tun, Jungs? Will, mach seine Achsel. Soll ich euch helfen? Auf gar keinen Fall. Mach mit Cracknote, die ich gefickt hab. Für Ali, Safi und seine Jungs machen wir alles. Wir nehmen den Mund. Ach ja. Wo kann man mitmachen? Hi. Das ist so hart. Hi. Ah. Mein Name ist Ray. Oh mein Gott. Ich lese alles gerade, Digga. Bist du dumm? Boah, willst du denn? Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Boah, wow, man denkt, Alfonso Davis. Oh, yeah. Ja. Also, das ist Fernando, das ist auch mein Onkel. Ja, ja. Hi. Hi. Und das ist auch mein Onkel. Nee, weil bist du nochmal? Du bist mein Cousin, oder? Ich bin Amiri. Ja, richtig. Der heißt Airy. Das ist der wahre Airy. Ja, das glaube ich dir. Ey, der raucht. Der raucht. Warum raucht er? Das ist doch ein kleines Kind. Ja, aber keine Ahnung. Der ist halt ein Junkie, Mann. Kettenraucher. Ja, aber das ist noch nicht gut. Wir sollten ja, doch bei uns in der Familie fängt man schon mit 7 an zu rauchen, was soll ich dir sagen. Okay. Da kennst du nicht Foto von diesem einen kleinen Baby, der Zigaretten aber nimmt? Aber natürlich, wenn du nicht willst, dass die in einem Laden raucht, dann rauche ich nicht in einem Laden. Kein Problem. Nein, darum geht's nicht. Ich wollte nur, dass du für deine Gesundheit nicht rauchst. Alles gut, meine Gesundheit ist gefickt. Weil Mafia macht sich sehr viel Sorgen um Gesundheit. Ja, sehe ich an dir. Seine Mitmenschen. Deswegen sage ich nur, wenn ihr fett seid, geht trainieren, Mann. Hört auf zu sagen, dass es gesund ist oder dass ihr euch so wohl fühlt. Wenn du fett bist, geh trainieren. Das ist ungesund, Mann. Das ist ungesund. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Kann man hier auch Dalmatiner schneiden lassen? Hunde? Ja. Ja. Er meint eigentlich seine Frau, glaube ich, aber... Oh, das ist nicht korrekt. Du weißt, man sollte die Frauen von anderen respektieren. Ey, klar, ja, aber er ist meine Tante. Er ist deine Tante? Nein, seine Frau ist ja meine Tante. Ja, aber das macht es ja eben noch schlimmer. In einer Familie sollte man nicht... Nein, aber wir machen noch Spaß. Ja, ich habe auch Spaß mit meinem Vater gemacht. Ja, ich habe auch Spaß gemacht und dann ist nicht gut. Sowas sagt man nicht. Weil wenn du Spaß machst, dann mache ich Spaß über seine Tante und dann ist nicht mehr lustig. Ja, aber wer hat denn gesagt, dass du Spaß machen darfst? Du bist ja nicht unsere Familie, oder? Ja, stimmt. Guter Punkt. Siehst du? So, wer ist dieser Typ da hinten da mit hier? Man sieht sein Gesicht nicht. Sein Name ist Bill. Bill Smile. Bill Strike? Bill Smile, mein Bruder. Lil Smile. Ey, als ob die nicht kommt. Kommt die nicht? Bill, nicht Lil. Oder ich dachte, Tarik haut mir noch ein Glück. Ein ganz großes Lächeln. 100 Bill, 50, wie viel denn? Für mich? Bitte, die kommt ja, IC, das wäre so perfekt. Das wäre so perfekt, wenn die ehrlich, jetzt IC ne, auf so mich zukommt, ne? 500k so wären schon nice. Achso, ja, aber das ist keine Dollarnote, mein Freund. So eine Note gibt's nicht. Ja, doch, ein Scheck. Ja, ein Scheck habe ich aber nicht. Tut mir leid. Du musst immer übertreiben. Schade. Was kann ich für euch tun, Jungs? Ja, also, ich wollte euch so kennenlernen. Ich fahre so jetzt hier so durch die Stadt als Freddy Al-Safi und der Sohn von Ali Al-Safi. Der Sohn von Ali Al-Safi. Und wir sind halt mächtig, habe ich gehört. Ich darf Ansagen drücken. Ich sag dir, nimm die Westen ab, zieh dich ein bisschen so mehr anders an, mach dir andere Gesichter, andere Haare und dann find mal wirklich heraus, wie die Leute auf dich reagieren, wenn du ganz normal mit denen reden möchtest. Das weiß ich schon, da muss ich aber viele nach Malta schicken, das ist das Problem. Ja, das möchtest du nicht, du willst Spaß haben. Okay. Ja, genau. Ich verstehe, okay. Also ich habe mich auch mal als Frau verkleidet und so, weißt du, auch so ein bisschen imitiert und so und dann musste ich auch schon ein paar nach Malta schicken. Aber das ist widerlich. Das ist vielleicht ein Fetisch. Zeig ihm mal die Lara. Nein, mach das nicht. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Das ist ein Fetisch vielleicht von dir. Vielleicht stehst du darauf, dass Jungs sich darauf aufgehalten. Ja, ich stehe darauf. Hast du auch recht. Ja, das ist... Also, ich akzeptiere jede Orientierung, ne? Wenn du dich orientieren möchtest. Deswegen fiel es mir auch schwer, den Namen auszusprechen. Die Lara? Also ich glaube, auf gut Deutsch sagt man, er hat dich gefickt, Cousin. Nein, sag nicht. Woher soll ich... Du hast ihn gefickt. Ich dachte, das gehört dazu. Nein, du hast ihn gefickt, das finde ich gut. Ich habe ja nichts dagegen. Ich bin nicht so wie Ali Al-Zawi, der dreht immer durch, mein Vater, weißt du? Nein, der dreht nicht durch. Der hat ein großes Herz, wo ein Platz bei mir drinnen ist. Ich habe eine Frage. Ja, rasiert auch Achselhaare? Für Ali Al-Zawi und seine Jungs machen wir alles. Wir nehmen den Mund. Wir machen sogar Kriegsverträge. Aber oh. Mafia, komm, bitte Ali, machen. Wow, Bill. Ist diese bitte Ali, machen. Bill, mach mal. Bitte. Mach mal kurz. Was ist das? Wer schießt da? Warte mal. Bill, mach seine Achsel. Da, soll ich euch helfen? Auf gar keinen mach Fall. Mach mit Wachs, Bruder, mach mit Wachs. Auf gar keinen Fall. Hat gerade jemand geschossen? Schießt du? Wer bist du?
Ach so. Ey, gehört der zu euch, Mann? Schade. Ich hab keine Ahnung, da steht die ganze Zeit hier, aber ich weiß, wer das ist. Was ist das für ein Typ, Mann? Der hat 100 durch auf dem Kopf. Ah, was geht, Kyrie? Geht ab. Okay, komm, lass wieder rein, Mann, es regnet, ich werd feucht. Ich will meinen Achselhaare schneiden. Wie lange ist denn Ali al-Safi nicht mehr da? Warum übernimmst du jetzt das Business? Na, ich übernehme das Business nicht. Ich sag nur Assalamu alaikum zu den Leuten und ja, weiß ich nicht. Die dicke Lippe riskieren, die fick ich dann. Aber ist Ali eine Weile weg? Nein, Ali ist da. Ich bin Freddy al-Safi und Ali kommt morgen bestimmt wieder. Keine Ahnung, Mann. Der ist in Südostasien am Äquator. Ah, okay, weil ich habe gehört, Mason und sein Schmerz. Das war... Wer ist Mason? Das hören wir auf, über dieses Thema zu reden. Hab ich nicht verstanden. Musst du auch nicht verstehen. Ey, eure Westen sind sehr schön. Wer hat die gemacht für euch? Ah, dankeschön. Ja, keine Ahnung. Das war irgendeine Cracknote, die ich gefickt habe. Oh, dafür sind die richtig gut geworden. Sind die auch stabil? Fangen die auch ein paar Kugeln auf? Ja, die fangen Kugeln immer auf. Ey, ich glaube, da kommt etwas für dich. Aber bitte nicht, ja. Was kommt für mich? Einfach kurz abwarten, einen Moment. Oh, das wird irgendeine Frau sein. Bitte nicht. Nein, hast du gelesen? Oh, ich habe... Es wird ein Komiker gesucht. Ja, aber dann bist du doch der Komischste von allen. Ja, okay, komm, Bill, lass da losgehen. Wir machen was für die Stadt. Gehen wir da hin? Mach mal meine Achselhaare, Mann. Beim nächsten Mal, Bruder. Ich kann dir Geld gewinnen. Ich gehe auch da hin. Ich bin der größte Komiker. Wo? Wie kommt man da hin? Beim Bierbaum. Beim Bierbaum, okay, easy. Bis dann, ja? Boah, ist die zwei Sitze? Ey, hinten sitzt immer die Bitch. Stimmt, ja. Hast recht. Komm mit. Yo, fuck. Soll ich ein Gedicht machen, eine Gesellschaftskritik an Final City, so mäßig in Gedichtsform, so wie die das früher gemacht haben, um das Parlament zu kritisieren? Das wäre geil, Bro. Das wäre sehr, sehr geil. Ach ja. Wo kann man mitmachen? Fuck, man. Was geht ab, Mann? Es hat sich genauso angehört als ich. Ja, Mann, was geht ab, Mann? Nein, lass den Witz, Homie. Nein, ich sag das nicht. Ich will auch gleich ist noch hier sein. Ist dein Hals oder was ist der Witz? Autos, Geld plus Frau? Man kriegt eine Frau? Für die Familie eine Frau? Mein Mann. Hey, ich bin Freddy al-Safi, ich schlag mich nie wieder, ja? Okay, das machen wir. Gute Idee. Ey, Bill, machst du auch mit? Komm, ich hab eine Idee, ich weiß, was wir machen. Komm mit. Bill, wir schreiben ein Gedicht, eine Gesellschaftskritik an den Staat. So reinscheißt, weil ihr so unlustig seid. So mäßig, weißt du, was ich meine? Eine Gesellschaftskritik, ein Gedicht. Gedicht machen? Du kannst Gedichte schreiben? Okay. Bruder, ich krieg's bestimmt hin, aber ich reiß mich jetzt nicht drum. Ja, aber das muss kein... Es muss hier sein. Kein okay, Aussage. Soll es humorvoll sein? Ja, wichtig. Wichtig. Wichtig, das ist das Wichtigste. Du musst diese Gesellschaftskritik verstecken. Am besten, indem du eine Geschichte erzählst. Eine Geschichte, verstehst du? So macht man das. So hat man das früher gemacht. Checkst du das nicht? Ich check, was du meinst, aber ich überlege gerade, was wir angreifen sollen. Also so redest du? Boah, es gibt so vieles, Bruder. Es gibt so vieles. Lass einen Drip. Sag mir mal deinen Vorschlag im Drip. Easy. Man hört ihn nicht, du musst lauter reden. Hört ihn? Hi. Ist es so hart? Hi. Mein Name ist Ray. Oh! Ich lese alles gerade, Digga. Bist du dumm? Ray Mysterio. Bruder, willst du der 16. sein, der Ausreise bekommt? Denkst du echt, ist so hart?